Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Irgendwie scheint der Februar so etwas wie der vorgezogene April zu sein. Ja, von allem etwas dabei, wie so ein Buffet, halt nur ein kaltes Buffet. So richtig warm wird es doch nicht. Aber wir haben an diesem Wochenende ja wieder von allem etwas dabei. Von Wolken, von Nieselregen, vielleicht etwas Schneeregen. Die Sonne kämpft sich durch bei Temperaturen von 3 bis 4 Grad am Samstag. Sogar bis 6 Grad geht es vielleicht rauf. Am Sonntag steigern wir uns auf 8. Tja, das Bild am Himmel, das bleibt identisch. Wie gesagt, die Wolken sind da, die Sonne kämpft sich mal durch. Etwas Regen, wenn wir Pech haben. Und alles bei dem Wind. Es fühlt sich halt immer noch sehr, 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 sehr kühl an. Die Temperaturen in der Nacht, ich sag mal 50% des Tages, bei 3 bis 4 Grad pegeln wir uns in den Nächten bei ein. Tja, der vorgezogene April, es kann ja eigentlich nur besser werden. Und die nächste Woche, da geht schon etwas rauf auf 10 Grad, etwas milde. Wir gucken mal, ob die Tendenz so beständig bleibt. Und dann sehen wir uns am nächsten Wochenende wieder. Bis dann. Tschüss. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.